ihr Lieben! Hallo! Hi, ihr Lieben! Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht glauben, dass ihr jetzt hier heute ein Video seht. Mann, ey, dein Handy nervt. Lea, ich fange jetzt noch einmal an, wenn ich breche, ich die ganze Sache hier ab. So, eins, zwei, jetzt mach. Eins, zwei, drei. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es tut uns echt leid, aber wir haben dieses Hallo, diese Hallo-Szene jetzt schon dreimal oder viermal gedreht. Und deswegen ist es jetzt vielleicht nicht mehr so authentisch. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ihr wieder zu meinem Kanal zurückgefunden habt, so wie ich auch, weil ich war ja auch eine Weile weg. Mal wieder, wir hatten sehr, sehr viel zu tun. Wieso, weshalb, warum erfahrt ihr heute? Wir erzählen euch einfach heute mal und ganz, ganz kurz, wir versuchen uns ganz, ganz kurz zu halten, was uns meistens nicht so gut gelingt, warum wir heute hier sitzen, warum ich so lange abwesend war und ja, wollen wir einfach mal loslegen, wa? Mhm. Genau. Ich vielleicht noch kurz, ich glaube, mich kennen schon viele durch Instagram, ich bin Lea, ich bin die große Schwester, ja. Genau. Und Lea und ich haben ja zusammen einen Online-Shop, den haben wir ja schon seit 2013. Ja, jeder, der uns bereits auf Instagram folgt oder bei Facebook oder Twitter bei YouTube, weiß ja, dass wir seit 2013 bereits ein Familienunternehmen haben, wo wir bis heute Schmuck gemacht haben, Pinsel, Accessoires. Wir haben viele Sachen bereits selbst designt, davon die Pinsel, die Fake Plugs sind alle designt bei, ja, bei uns. Genau. Aber und heute wollen wir euch aber noch was ganz anderes verkünden. Wir haben jetzt ein Jahr lang echt Blut und Wasser geheult. Wir haben echt Ups und Downs gehabt. Wir waren am Ende, wir haben zwischendurch gedacht, wir geben auf, wir haben kein Geld mehr. Wir haben echt alles durchgemacht, was, glaube ich, ein Unternehmer durchmacht. Und aber heute können wir euch verkünden, wir haben jetzt ein Jahr lang darauf hingearbeitet, um euch heute zu sagen, dass wir ab jetzt ein eigenes Hundeleben haben! Ab heute heißen wir nicht mehr Felicity Design, sondern Zita Lea! Das sieht so schön aus! Ja, genau. Wir haben einen neuen Namen. Wollen wir uns noch mal kurz hinlegen? Ja. Ja. Schön sieht das aus. Endlich mal ein bisschen Glitzer im Leben. Genau. Wir haben einen neuen Namen, weil Felicity Design wird es so nicht mehr geben, weil, wie gesagt, wir haben jetzt ein eigenes Modelabel gegründet und wir hatten ja auch eine Beraterin an unserer Seite ein Jahr lang und haben uns sehr, sehr viel über den Namen unterhalten. Und Felicity Design war eigentlich von Anfang an klar, dass es nicht der Name ist, den wir für immer behalten wollen, weil er einfach so kompliziert ist mit der Aussprache. Und jetzt heißen wir Zita Lea. Und da einmal einen ganz, ganz großen Dank an die KNDR-Agentur. Genau. Genau, die uns wirklich... Die haben uns das Logo entworfen. Wir wussten nicht, heißen wir Lea und Zita oder Zita und Lea. Und die Jungs und Mädels haben im Endeffekt gesagt, heißt Zita Lea. Da ist kein Und drinne. Das heißt, dieser Name wird nicht getrennt, weil wir sind eine Einheit. Und genau, das Herz, was ihr auch auf dem Logo seht, das ist das Heart of Happiness. Das drückt aus die Kurve der Frau, das drückt aus die Freude, die wir mit unserem Modelabel auf den Straßen verteilen möchten. Wir, ja, wir wollen einfach euch ein Stück Selbstbewusstsein zurückgeben, was uns das Allerwichtigste ist, weil wir täglich beide so viele Nachrichten bekommen. Oh Gott, dass ihr euch traut, dass ihr solche Farben tragt, das finde ich so toll und das sollte eigentlich für uns alle selbstverständlich sein, dass jeder so rumlaufen kann, wie er sich selbst wohlfühlt. Und das wollen wir euch mit auf den Weg geben. Wir haben Größen von 36 bis 56, weil wir auch normale Mädels haben, die auch ständig fragen, woher unsere Klamotten sind. Wir wollen die Mode für alle tragbar machen und das ist unser Hauptziel. Genau, und uns
ist es einfach wichtig, dass wir nicht irgendjemanden ausschließen, dass wir nicht die Frauen ausschließen mit Kurven, dass wir nicht die Frauen ausschließen, die wie unsere Freundinnen die Größe 34, 36 tragen, sondern wir wollen mit unserem Modelabel einfach zeigen, dass jede Frau schön ist, egal welche Größe, egal welche Proportion, egal ob groß, ob klein, ob dünn, ob dick, ist jeder von euch da draußen ist wunderschön und das wollen wir euch mit unserem Label auf jeden Fall ja, auf den Weg geben. Auf den Weg geben und ihr gebt uns jeden Tag so, so viel Liebe und so viel schöne Liebe Kommentare. Genau, und wir wollen euch das einfach damit ein Stück zurückgeben. Genau. Und uns haben, also Zita Lea wäre auch nicht, also Zita und Lea sind nicht Zita und Lea, sondern Zita und Lea sind so viele andere liebe Menschen, die uns erst dazu gebracht haben, dass wir heute hier sitzen können und aber all das immer an uns geglaubt genau. haben, die uns unterstützen, am Wochenende mit uns zusammensitzen und keinen Cent dafür erwarten und einfach da sind und uns beraten und ja. Ja, wir haben großen Dank an auf jeden Fall alle Menschen, die jetzt seit einem Jahr mit uns mitgefiebert haben, die bei uns tagtäglich zu Hause waren, die uns ermutigt haben, weiterzumachen, die für uns da waren, wenn wir auf dem Boden lagen und nicht mehr konnten. Ja, also Zita Lea ist for the loved ones. Ja, und ja. Wir hoffen einfach, dass das Ganze jetzt hier ein was ganz, ganz Großes wird und wir den Frauen da draußen auf der Straße wieder selbstbewusst zurückgeben und dass ihr voller Stolz über die Straßen laufen könnt, auch wenn ihr Kurven habt oder wenn ihr ja, dünn wenn seid, ihr, aber klein seid, ist egal, klein seid. Die Mode ist für alle. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Jede Rüsche, alles haben wir selbst designt. Jede einzelne Naht, alles haben wir komplett selbst gemacht. Und genau, wir waren selber vor Ort, wir haben selbst designt. Die Designer haben zu uns gesagt, macht mal lieber so und so. Irgendwann haben die Jungs gesagt, komm, lass die Mädels machen. Weil wir haben unseren eigenen Stil, wir haben unseren eigenen Kopf. Wir wissen, wo die Problemzonen sind. Wir wissen, dass vieles viel mehr tailliert sein muss, weil man einfach sonst noch mehr aussieht wie ein viereckiger Kasten, der rumläuft. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen, dass die Kurven schön in Form gesetzt werden. Und das, denke ich, haben wir sehr, sehr gut geschafft. Und jetzt hoffen wir, dass ihr euch genauso wohlfühlt mit unserer Mode wie wir. Und das ist uns ganz wichtig. Und ja, wir freuen uns, euch das jetzt mitteilen zu können. Und wir hoffen einfach, dass ihr euch genauso freut wie wir. Und wir hoffen, dass wir ganz, ganz viele Bilder von euch bekommen mit unseren Sachen. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, oder? Was uns eigentlich noch wichtig ist zu sagen, dass wir keine der Sachen findet ihr irgendwo auf der Stange, sondern Zita und ich sind wirklich nach Shanghai geflogen. Vor Ort haben wir alles komplett selber designt. Wir waren auf dem größten Stoffmarkt der Welt, haben uns irgendwie in einem Haifischbecken durchgeschlagen und wir mussten vom Produzenten gestoppt werden, weil wir nicht mehr aufhören wollten. Also es ist genau unser Ding. Jede Rüsche, jeder Knopf, jede Naht ist wirklich made by Zita und Lea. Ja. Und wir haben, weiß ich nicht, nächtelang nicht geschlafen, weil wir so aufgeregt waren. Wir haben mit unseren Mädels zusammen nochmal Verbesserungen vorgenommen. Wir haben ganz, ganz tollen Produzenten an unserer Seite, der uns echt lassen machen hat. Also da ist nichts irgendwie, weiß ich nicht, was wir irgendwo... Da ist nichts dem Zufall überlassen. Es ist alles so, wie es ist. Es ist wirklich, ist unsere Handschrift drin. Ja. Und wir hoffen, das wird auch zu eurer Handschrift und wir hoffen einfach, dass wir euch glücklich machen. So wie ihr uns das jeden Tag aufs Neue gibt, wollen wir euch das jetzt zurückgeben. Ja, also wir sind ganz, ganz stolz. Die wichtigste Info kommt zum Schluss. Ab dem 9. Juli wird der Shop online sein und ihr könnt die Sachen shoppen. Das wird ein Online-Shop sein. Ihr könnt die Sachen auch zurückschicken. Die Fragen haben wir auch schon bekommen. Das werdet ihr aber alles auch online dann nochmal lesen können. Und genau, also ja, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und jetzt wisst ihr, was wir ein Jahr lang gemacht haben. Und wir hoffen einfach und sind ganz, ganz sehr aufgeregt, wie die Sachen bei euch ankommen werden. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass die Sachen euch auch so gut gefallen wie uns. Weil... Wollen wir schon sagen, was es alles gibt?
Jo. Also, wir haben Kleider, Jacken, Hosen, Blusen, Röcke. Ja, und das war erst nur der Anfang, Leute. Wir hoffen natürlich, dass es gut bei euch ankommt, dass wir dann direkt mit der Winterkollektion weitermachen können. Und ja, wir freuen uns auch sehr über euer Feedback natürlich dann nächste Woche Montag. Also, um wie früh wollen wir denn online gehen? 20 Uhr? Ja, 20 Uhr. Haltet euch bereit. Ich hoffe, wie ihr seid dabei. Und ich hoffe, wir sehen ganz, ganz viele bald mit unseren Sachen. Und schickt uns auf jeden Fall Fotos. Wir freuen uns ganz doll. Und was wir eins im letzten Jahr gelernt haben, dann ist es, dass man mit ganz viel Nächstenliebe, ganz viel Liebe, ne, und ganz viel Miteinander vor allem und ganz viel positiven Gedanken alles schaffen kann. Und nehmt euch auch das mit auf den Weg, versprüht viel mehr Liebe, anstatt immer nur gegeneinander zu schießen und böse Sachen zu machen, weil mit Liebe schafft man ganz, ganz viel, sonst würden wir heute hier auch nicht stehen und unser eigenes Modelabel zeigen können. Und Sita, ich fasse es nicht, wir sind unter die Designer gegangen. Ja. Das ist so krass. Wir haben unser eigenes Modelabel. Sita Lea, Leute. Merkt euch das. Ich zeig euch mal was. Es ist auch schon auf unserer... Lea hat schon das Heart of Happiness auf ihrem Finger. Genau, das ist unser Logo. Wie wird denn das scharf, Sita? Genau, das ist unser Logo, das Heart of Happiness. Und schaut nächste Woche mal auf der Internetseite vorbei. Genau. Dann werden wir euch das auch nochmal erklären, was es zu bedeuten hat. Und wir... freuen euch uns fürs Zuschauen. Genau, und wir freuen uns, euch auf unserer Reise mitzunehmen. Und ja, hoffen, ihr seid dabei und habt ganz, 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 ganz viel Spaß. Tschüss. Ciao. Und dann erklären wir nochmal, dass uns das wirklich am Herzen liegt, dass wir... Ich muss pullern. Nein, du setzt dich jetzt hin. Ich wollte mich vorstellen, wie die neue jetzt. Hi, Tachchen. Pickel die und pickel du.